Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Jurassic World Revelation. Heute zusammen mit dem Dr. Marginator und Professor Dr. Hale LP. Hallo. Hallo. Ja, wir sind auf dem Weg zurück von unserer Expedition. Wir wollten eine Logic Breast finden und wir haben es endlich geschafft. Wir haben sie gefunden, in der letzten Folge war das. Vier Folgen später, so, wo wir losgefahren sind. Ja, oder drei Folgen später. Sind jetzt gerade hier in den Dino Mountains. Jetzt sind wir in den normalen Mountains. Also die Dino Mountains waren Dino Mountains. Sehr, sehr laut gewesen. Und da ist der Hale. Muss nur immer gucken, was wo die auf der da Karte hinten? Sind. Hm? Ach, das ist noch mehr Vulkan. Dinos. Also wir sind noch in Dino Mountains. Das ist ein Dino Vulkan Mountains. Dahinten. Ich habe natürlich auch wieder vergessen, dass ich zwischen den Folgen kurz Kaffee trinken wollte. Mute dein Mikrofon und mach das, während wir reden. Das kann man. Ach, ich kann schon so leise trinken, dass man das nicht hört, aber ich muss da mal abwarten, bis ihr gerade irgendwie sabbeln seid. Ja, ja. Irgendwas erzählt. Also Magie, erzähl dir mal einen Schwank aus deiner Jugend. Schäfchen. Finger in der Wand. Ja. So, rechts der Hand ist ein Vulkan. Ich glaube, kennen bei wir auch schon. Das heißt, wir können jetzt auch schon. Wir sind schon in bekanntem Terrain. Das heißt, wenn dann laufen wir jetzt einfach mal hier in diese Richtung, ein bisschen mehr östlich gehalten. Dann decken wir noch einen Ticken mehr Karte auf. Ja, das ist die Benjamin Blümchen-Version. Oh, hier, das ist ja mal eine geile das ist ja ein geiler Ausblick, wenn jetzt die Karte ein bisschen mehr lernen würde. Das eigentlich heutzutage noch, hören sowas Kinder noch oder ist das mittlerweile? Ich weiß nicht, ob Benjamin Blümchen bekannt ist heute noch. Also es gibt viele Serien aus meiner Kindheit, also 16. Jahrhundert, die jetzt wieder aktuell aufkommen eigentlich. Echt? Und wieder auftauchen und wo. Rechter 3D-Grafik? Beispiel Captain Future wird jetzt als Realfilm verfilmt. Das war so eine Zeichentrickserie aus meiner Kindheit. So die ersten Mangas so in Deutschland waren ja irgendwie die Biene Maya. Also so japanische Zeichnungsdingsbums. Heidi, Biene Maya, dann kam halt irgendwie Captain Future und so. Ich warte mal kurz, bis hier die Welt sich aufgebaut hat. Wir hätten nämlich mal hier so ein Screenshotchen machen. Ich habe so viele Bilder gemacht, glaube ich, während wir hier unterwegs waren. Dass das ich damit hier ganz nicht gut versorgt bin. Das hier ist echt geil mit Giraffes. Oh, ich habe hier einen Lucky Block gefunden. Dann war ein gut Lucky Block. Ja, ganz viel Goldbarren. Was lassen wir dafür da? Oh, ich habe so. Ich würde sagen Emerald Piece, oder? Gut. Ja. So, ich bin wieder da und sehe euch nicht mehr. Ja, das ist schlecht. Oder soll ich einfach Leder da lassen oder ein bisschen Oakwood Planks? Das Oakwood Planks da. Naja, ich laufe gerade Richtung Osten und decke hier noch ein bisschen die Karte auf. Hier ist ein schöner Berg, der im Sonnenlicht eher cricket mit Wasserfall und einem tiefen Meer davor. Ja, wir haben es noch Berg überlebt. Werde ich jetzt mal besteigen. Ich mache mal hier K2 Action Tour. Ich muss mich nochmal. Achso, ich heile schon, okay. Ich düse durch die Landschaft und suche meine Kollegen, die verschwunden sind. So sind sie nämlich. Ich mache da Fotos und die rennen einfach weiter. Ja. Nein! Oh. Da gibt's die Menschen wieder Leute. Ich bin in so einen Güllepool gefallen. Das ist nicht lecker. Oh. Warum tust du sowas? Weil ich so schnell unterwegs war. Ich laufe hier durch diesen Wald mit diesen Riesenbäumen. Also ich laufe nach Osten. Ist das richtig? Ich bin auf so einem großen Berg, den ich gerade besteige. Ich besteige auch gerade einen Berg. Bei welcher Z-Koordinate seid ihr denn? 1250. Was? Ihr seid 200 Felder hinter mir. Kommt ihr denn 200 Felder hinter mich?
Wir sind nicht hinter dich, sondern neben dir. Oh, da drüben baut sich die Karte nicht auf. Das sieht ganz interessant aus eigentlich. So, ich bin on top of the mountain. Wow, was ein Ausblick. Mit einer halb reingeladenen Karte hier hinten. Geil. Vor mir ist schon wieder die Wüste. So, was macht Wer ist denn jetzt hier falsch gelaufen? Bin ich jetzt hier falsch gelaufen oder was? Also ich bin minus 396 zu 1240 zu 120. Ich bin Ihr seid weiter im Süden. Also ich bin dann schon ein ganzes Stück weiter im Norden. Ja. Bin bei 1000. Ja, ja, wir haben doch gesagt, wir sind jetzt schon im aufgedeckten Kartenbereich. Wir laufen jetzt nach Osten weiter, um noch ein bisschen was aufzudecken, bevor wir at home sind. Bin doch auch nach Osten gelaufen, aber nach Osten, das ist die X-Koordinate. Und zwar, da geht's weiter runter. Ja, das ist die X-Koordinate, ganz genau. Ja, X, minus was 300, ist euer X-Wert? Jetzt minus 300, 290, also immer Bleibt minus. Bleibt mal stehen. Ich sehe schon unser Zuhause. Ups. Also Ach, ich glaube, lauft einfach weiter. Ich komm ja, da hinten Ich komme irgendwie nach Hause. 480 Meter ist unser Home. Lasst mich doch alleine. Ich schaffe das auch schon ohne euch. Ich bin 200 bin Meter groß. Von zu Hause entfernt. Wo bist du denn? Du warst doch irgendwie viel weiter nördlich, Nein, hast du gesagt. Nein, jetzt laufe ich alleine. Was sind denn das für schöne Riesenbäume hier? Lauf das ist ja durch. Gewaltig. Mir ist das egal. Die haben wir auf dem Hinweg schon versucht abzubauen. Drüben. Wir laufen hier hoch. Ja. Ich habe auch einen Marker gefunden. Ich weiß nur nicht, ob die das Bäume, der von der aktuellen Welt sind. Vier Wood? Ja, die haben wir. Hab ja, ich, ist ja geil. Habe ich versucht schon abzubauen, aber da hatte der Server so gelaggt. Und deswegen war das nicht so wirklich möglich. Ich bin übrigens wieder at home. Ja, ich bin noch ein bisschen davon entfernt. Ich habe ja irgendwelche türkisen Steine gefunden. Okay. Was ist das? Permafrost. Okay. Also, nochmal darauf zurückzukommen auf Jurassic World, diesen Film, der mal wieder völlig überhyped ist. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr den gesehen habt und wie ihr ja. den fandet. Weil ich fand, der war echt grottenschlecht. Der hat das total billig gemacht. Ganz billige Computergrafiken, wo ich mich frage, also die haben früher ohne Computer schönere Effekte hinbekommen. Und jetzt, wo sie die technischen Möglichkeiten haben, sieht das alles nur noch billig aus. Die Schauspieler teilweise irgendwie nicht böse nehmen, aber ich finde sie teilweise echt zweitklassig, wie sie gespielt haben. Also ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass wenn man älter wird, einfach einen anderen Blick für Dinge bekommt und sich nicht mehr so hinreißen lässt. Aber ich fand's echt billig. Also wirklich. Also du fandest den Film sowieso billig, weil es nämlich um Dinos geht und du magst keine Dinos. Das ist jetzt erstmal dahingestellt. Nein, du, aber, also wenn irgendwie ein Dino drin vorkommt, ist der Film schon gleich scheiße bei dir. Das muss man natürlich auch bedenken. Das ist ein Dino-Film, das ist natürlich klar. Nein, aber ich beurteile den Film nicht danach, ob das jetzt Dinos drin ist oder nicht. Ach, da hinten einfach, ist mein Marker. Wie er gemacht ist, das war einfach, der war nicht schön. Der war billig. Ja, ich habe ihn gesehen, er war okay. Also er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich habe ihn ja, gesehen und ich habe... billig gemacht? Ich habe... Oh, schon wieder so ein Loch im Boden. Und da muss man natürlich sagen... Also er war halt auf keinen Fall billig gemacht, weil ich nämlich mitgekriegt habe, was er gekostet hat. Wenn ich sowas sage, da geht es nicht um das, was er gekostet hat. Oh, hier ist ein grünes Pferd. Ja, das ist wahrscheinlich ein Zombie-Horse. Ja, ist wahrscheinlich ein Schleimpferd und das ist Nein, ein Zombie. Zombie-Pferd. Mikrofon muted. Das Problem ist halt auch an diesen ganzen Filmen, die sind halt alle für 3D gemacht und wenn man sie nicht in 3D sieht, dann wirkt das halt extrem noch billiger. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also ich gucke mir Filme nicht gerne in 3D an, aus folgendem Grund. Mir, also dieser 3D-Effekt, ich finde, der taugt nichts. Also er taugt echt nichts. Ich habe dadurch keinen, also mir gefällt es mit diesem 3D. Und ich gebe dafür nicht doppeltes Geld für den Film aus. Dann sollen sie irgendwie anbieten, dass man zur Auswahl hat, ob man 3D sehen will. Ich will zum Beispiel nicht 3D sehen. Keinen Film will ich 3D sehen.
Problem ist aber, dass die ja halt, wenn du den halt, ich ja auch, ich finde das 3D ist Quatsch, das braucht man nicht, aber man merkt diesen Film an, die sind halt extra für 3D gemacht und in 2D kommen die dann noch blöder. Das Ärgerliche an 3D ist, es wird ja alles dadurch so klein. Du bist ja so weit weg dann vom Bild und es wird alles so klein, da kann die Leinwand noch so groß sein. Größenverhältnisse sind irgendwie seltsam. Das habe ich nicht verstanden. Naja, ich habe das Beispiel gesehen von oh, Manticore. Das Beispiel von Manticore. Ja, na super. Das Beispiel von Avatar. Ich fand den Film echt klasse. Es war ein sehr, sehr guter Film, auch wenn er überhyped ist. Waren aber auch Dinos drin. War auch ein Dinos Aua, drin. der hat Ah, doch, die Fliegedinger sahen ein bisschen Dino-mäßig aus. mich durch die Wand getötet. Finde ich jetzt nicht nett. Und ich habe den in Nicht-3D gesehen und ich habe ihn in 3D gesehen und mir ist halt einfach aufgefallen, in Nicht-3D hat alles, gerade diese Flugdinger, richtig groß gewirkt, sehr, sehr bombastisch und es hat auch gepasst und es war sehr stimmig. Aber als ich es in 3D gesehen habe, da sah das irgendwie alles so klein, so spielzeugmäßig aus. Durch diese Tiefe und diesen 3D-Effekt. Das ist einer von den wenigen Filmen, die in 3D und nicht 3D funktionieren, aber einfach ja, schlecht aussehen und nicht 3D. Hab hier Ja, das also Problem, kann jemand dieses blöde Vieh töten, weil ich kann das nicht. ich bin noch ja, nicht da. ich Ihr bin seid zu auch Hause, irgendwie oder? mit drei Seid ihr zu Hit. Hause? Ich weiß nicht, wieso der Ja, so ich bin zu stark Hause. ist. Was ist es denn für ein Vieh? Der Mantis. Mantis. Der muss mich einmal hauen und dann bin ich tot. Ja, bei mir sind es dreimal, aber ich weiß nicht, die waren doch mal schwächer, oder nicht? Weiß es nicht. Es nervt aber ein bisschen. Ich würde gerne wenigstens mal ins Haus kommen. Ja, ich bin im Haus. Dann komm doch zu mir, dann bist du im Haus. So, jetzt ist er aber weg, glaube ich. 560 Meter sind es noch. Ja, jetzt ist er weg. Ein Königsschleim gerade irgendwo verpasst. Dann ist er wahrscheinlich despawned. Den Königsschleim immer noch angezeigt. Hallo? Warum kriege ich denn hier Königsschleim angezeigt? Weiß ich nicht. Hä? Hallo? So, ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal leer. Ich bin nämlich überladen. Irgendwas knurrt hier. Irgendwas knurrt hier total laut bei mir. Ich laufe. Will nicht rausfinden, was da knurrt. Warum haben wir Cooked Flash? Weil ich das aus in den Ofen gepackt habe. Beziehungsweise ich wollte, hatte gedacht, da kommt was anderes raus, aber kam es ja anscheinend doch nicht. Ich lauf weiter. Jetzt kommen Bienen. Was ist? Viel Spaß damit. Jetzt ist hier ausgerechnet ein Gebirge vor mir. Mist. Ich habe mir schon meine neuen Werkzeuge gemacht. Das Knife Blade Cast können wir nicht verdingsen. Was kann man das nicht? Verdingsen. Einschmelzen. Weißt du, Oh, was ich ich muss mich meine? heilen. Ich habe ein Dorf entdeckt. Schön. Vielleicht ist das das Dorf, wo wir wohnen. Nein. So. Jetzt habe ich alles wieder. Und es wird Nacht. Ja, dann ich leg mich hier oben schon mal schlafen. Oh. Würde ich gerne. Wenn es nachts schneller Oh Nacht Mann, wird. Leute. Can only sleep at night. Ich habe Was? keinen Marker bei unserem Dorf gesetzt. Recht. Das ist schlecht. 186.048. Jetzt ist Nacht. Einfach mal ins Bett legen. Oh nein. Deswegen wart ihr auch so schnell zu Hause. Weil wir wussten, wo wir lang mussten. Da hätte ich gerne einen neuen. Wie kann man denn hier sagen, einen neuen Marker hier hinsetzen? So. Base.
So, dann, ja. So, jetzt bin ich auch wieder Ich ziemlich habe aber fast jetzt hier leer. Dimensionen. Wie heißt denn unsere Dimension? Land of Darkness? Nee, gell. Overworld. Overworld habe ich nicht. Was gibt's noch? Also, es gibt die Outer Lands, The Ancient Treasure Room, Ice Age, Dino World, Land of Darkness und Nether. Also, Nether ist es nicht. Overworld gibt es, bei mir jedenfalls. Overworld, wir müssen auf jeden Fall in der Overworld Ja, sein. bestimmt. Bei mir gibt es das nicht. Kannst auch Doch, runterscrollen. scheiße. Du kannst auch runterscrollen. Sandrick. Ich kann runterscrollen, aber es gibt nicht Overworld bei mir. Es gibt nicht Overworld. Applied Energistics. Okay, dann. Dann weiß ich das auch nicht. Oh Mann, Leute, das gibt's doch gar nicht. Gebt mir einfach die Koordinaten. Man kann hier Habe nicht ich eine doch schon. Karte klicken und dann einfach was anlegen. 186.048. 186, 1048. 1048, 68. 68. Ja, in der anderen, in der Voxel Map kannst du einfach irgendwo hinklicken, kannst den Marker setzen. Hier geht das Ja. nicht. Ich laufe gerade hier ein bisschen planlos durch die Gegend, wenn ihr bei mir genau hinguckt. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, was ich machen wollte. Eben kam mir das wieder. Ich suchte das, was ich hier gerade mache, sondern Reaktor-Casings, die ja eigentlich irgendwie Was hier in zum diesen Kisten Teufel sein ist denn müssen. das? Und auch schon welche. Das sehe ich doch von hier. So, wir müssen in diese Richtung laufen. Und Dynamic Light geht bei mir auch gar nicht mehr. Ach, ich habe, glaube ich, diese Steinfackel in der Hand. Deswegen geht das nicht. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Noch ein bisschen Was ist Graphit. das denn hier? Wo bist denn du? Sehr gruselig. Was denn? Hier ist so ein Brunnen im Boden eingelassen und darüber schwebt irgendwie so eine Aura und die macht Böse Sachen. die zeigt eine leuchtende Welt an. Okay, Okay. klingt mysteriös. Würde ich gerne mal sehen. Kannst du mir deine Koordinaten durchgeben? Nee, gerade nicht. Ich werde von Zombies verfolgt. Achso, okay. So, das Reaktormaterial sollte ich dann Warum haben. leuchten denn bitteschön meine... Hier sind auch Nein, Lily nein, Seeds nein, nein, drin. nein, weiter, weiter, weiter. Lauf, lauf, Forest, lauf. Okay, dann tu das doch Creeper. mal. Ja. Toll. So, dann schauen wir mal. Wir wollen ja hier den Reaktor hinbauen. Dann gucke ich mal bei Hale zu. Das ist der falsche Todespunkt. Magie. Ja. Wir könnten natürlich auch um den Reaktor rum einmal ein Lauffeld einplanen. Willst du dann schon mal hier diese Steine setzen? Welche Steine? Hau ab, du Fuß, die blödes Ding! Fußbodensteine, die wir da benutzt haben. Ach, die da. Die sind hier überall noch fehlend. Ja. Ich mach dann einfach mal welche. Kann sein, dass er noch irgendwo weg. Wir haben noch welche. Ich habe welche aus der von der Expedition auch mitgebracht in verschiedenen Designs. Und zwar dann Okay. einmal hier außen rum. Dann setzen wir noch den Reaktor ein bisschen. Ach nee, hier Michael, können wir, den verabschiede können wir dich. hier schon hinsetzen. Also. Ich muss mich irgendwo organisieren, aber es geht gerade nicht, weil ich hier total verfolgt werde. Mikrofon aktiviert. Ich setze jetzt einfach erstmal die, die ich mir hier gecraftet habe, hin. So, erstmal Rüstung anziehen. Wo habe ich denn das Fluxduct schon wieder hingebracht? In die So, das tun wir hier Technikkiste. hin und da und da ist die Axt und das Mattock ist auch da. Wir haben auch die Logic Press dabei. Das heißt, es ist alles gar nicht so schlimm. Ja. So, jetzt wollten wir hier noch
Folgendes machen. Setzen uns als Helden nämlich die Fackel auf. So, jetzt haben wir nämlich wieder Licht. Deswegen war es die ganze Zeit so dunkel. Und jetzt düsen wir los und versuchen noch in dieser Folge nach Hause zu kommen, wo wir nämlich 600 Felder zu weit gelaufen sind. Nicht so gut. Ich mache jetzt erstmal 7, aber der soll ja auch später noch erweitert werden, Magie. Also wir müssen... nach hinten gehen. Okay. Feld. Ups, Entschuldigung. Den Marker verloren. Ach, da. Oh, ich sehe gerade, da ist unsere Treppenstufe, wo immer noch keine Treppen installiert sind. Da müssen wir nochmal Treppen installieren. Ja. Kann ich ja trotzdem erstmal hier so Dings hinsetzen. Aber das wird aber schon ganz schön groß mit 7x7. Ich glaube, so viel Strom brauchen wir noch gar nicht. Mhm. Dann machen wir doch erstmal 5x5, weil wir haben nicht Bauteile gerade für die Größe auch. Okay. Aber er soll auf jeden Fall vorbereitet sein für die Größe. Aber ich kann ja trotzdem schon mal hier den Weg einfach... Achso, ich wollte den mit der Ecke eigentlich anfangen. Oder wir machen ihn, wir können auch 2 Felder außenrum zum Laufen lassen, das ist auch okay. Sehr merkwürdig. 6, 7, 8, 9, da müssen wir trotzdem hinten von der Wand nochmal eins wegnehmen. Kann ich ja machen. Sehr merkwürdig, wir düsen durch die Nacht und gleich sind wir zu Hause. 3, 4. Wenn uns dieser Metzger nicht erwischt. Here comes the magic, the logic press. Okay, das ist gut. Ich glaube, ich muss weiter hier rüber. Nein, ach, Mist. Mist, verschwindet. Haut ab. Lass mich in Ruhe. Soll ich dir irgendwie helfen? Nein. Okay. Ja, ist das. Wir benötigen noch ein wenig Lorium und Eisen. Eisen. So, dann brauchen wir nochmal... Oh, doch, werden wir brauchen. Mein Inventar. Ach, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Reaktor. Auf der Baumfarm, die noch nicht läuft und so weiter. Ah, Mann. Ah. Mann, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das zu Hause erreicht. So, wo ist das Monster, gegen das ich kämpfen soll? Das ist weg. Lange weg. Schon lange, lange weg. Ich habe mich beeilt. Ja, das hat so gewirkt. So. Na gut, also das war ja meine Expedition, die wenigstens das gebracht hat, was wir wollten. Ja, wir haben die Logic Press. Leg die mal in die Technikkiste. Ja. Okay. Obwohl, du kannst auch, wenn du in den Keller kommen solltest, kannst du auch gleich mitbringen. So, Magie, wir müssen hier die Decke so aufklopfen und noch ein höher, so hoch muss die werden. Ja, leider müssen wir jetzt hier den Dings wieder ausmachen. Passt aber auch, die Decke hier drüben, die ist sogar noch eins höher. Ja. Leg dir gleich hier hinten, in den zwar der zweite von links, der ist der freie, da kommt das Ding rein. So, dann wächst jetzt auch der Reaktor endlich mal auf eine vernünftige Größe an. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Zeugs, was ich noch hier in unsere Kisten werfen muss. Aber ich muss erst mal gucken, ob hier ist alles voll. Ja, drüben ist das ME. Dann machen wir hier Import-Export hin. Okay, ja. Macht Sinn. Aber... Import-Export hier hin, da und da. Auf jeden Fall auch ein Power-Tab nach da weg.
Ja, ups, das reicht. Folge vorbei. Cloud. Folge ist vorbei, ja. Wir bauen mehrere Power-Tabs ein, würde ich sagen. Wir wollen jede Seite eins. Das Wichtigste legen wir mal dahin. Mein Putsch ist noch voll, das weiß ich. Aber wir müssen jetzt mal ganz schnell hier gucken bei den Kisten hier. Das ist ja die für die Spawn-Zeugs, Bums, Döns und so. Könnte man aber wieder freigeben. So, und dann müssen wir jetzt hier mal gucken, so Monster-Zeugs, dass wir das von Hand mal aussortieren. So, hier soll ein Power-Tap rein. Hier soll der Rednet-Port rein. Hier drüben ist schon einer. Hier fehlt noch, mir fehlen jetzt noch ein bisschen Auch noch Glas. Technik. Es fehlt auch noch Ja, Helorium-Fuel-Rods da und fehlt so. noch einiges. Fehlt noch einiges. Aber ich würde sagen, Mindspiel, das werden wir in der nächsten Scaffreest. Folge weiter verhackschlagen. Ja. Gut, wie sieht es bei euch aus? Bei mir sieht's gut aus. Ein Trick? Naja. Geht so. Also beenden wir die Aufnahme hiermit. Okay, Ja, so. liebe Leute, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir tatsächlich nochmal so eine Expedition machen sollen oder ob wir das nächste Mal offline machen sollen. Genau. Bis Macht's dahin. gut. Tschüss. Tschüss.